Ja, eigentlich ist es ein dauerhafter Marathon. Ne? Wir denken nicht zuerst, was ist das größte Problem, sondern wie kommen wir am besten da durch. Wenn man beim Zehnkampf einen Hochsprung hat, indem man 2,40 Meter springt, aber 9 Disziplinen mäßig macht, kommt kein gutes Ergebnis raus. Wenn man aber in 10 Disziplinen gut ist, muss man nicht mal sehr gut sein. Design Thinking ist gar nicht so schwer. Kultur kann man nicht anordnen, sondern muss man leben. Wo wir einfach darauf achten müssen, ist das Thema Sozialkompetenz. Dass wir bei aller Digitalisierung einfach die Menschen mit im Auge behalten. Der Versuch, jeden zu finden, wo hast du dein Element? Jeder kann ja irgendwas. Jeder hat irgendwo seine Stärken. Balance zu halten. Ne? Nicht digitalisieren, damit wir in irgendeinem Artikel schreiben können, wir haben digitalisiert, sondern wirklich abwägen. Wo macht es Sinn? Wo ist doch der menschliche Kontakt der bessere Weg? Also da wirklich die Balance zu finden. Mhm.